Hallo ihr Lieben, so hier noch mal ein kleines Video zu meinem Adventskalenderchen, den mir mein Mann selbst gebastelt hat. Und wie ihr seht, liegt da auch schon ein Bild. Ihr habt ja die restlichen drei Päckchen schon gesehen. Da waren ja jeweils die Knäuelchen von Peacock-Garne drinne. Und die Nummer 4 ist ein wunderschönes Einhorn Diamond Painting Bild drinne. Und ich finde, das hat mein Mann gut ausgesucht. Gut, man sieht, wo es gekauft wurde, bei Temu. Da streiten sich ja die Geister. Ich denke mal, das Bild wird von der Qualität ganz gut sein. Ich hatte eins, was nicht so gut war, aber das hatte doppelseitiges Klebeband. Und ich wollte unbedingt ein Einhornbild und habe ihm das mal vor ein paar Wochen gezeigt. Weil ich habe ewig lang kein Einhornbild gefunden, was mir halt gefällt. Ja, das ist Türchen Nummer 4. Also das war immer pro Adventssonntag. Ja, ich fahre jetzt euch mal ganz langsam über das Bild drüber. Dann sage ich euch gleich noch die Eckdaten dazu. Also für mich der perfekte Adventskalender, weil Stricken und Diamond Painting vereint. Gibt es ja so nicht zu kaufen. Also kann man das ja selber machen. So. Das Bild ist 40 mal 80 cm groß. Steht auch hier oben. Hat eckige Steine. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viele Farben das hat. 5, 10, 15. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber ich glaube, so um die 30 Farben müsste es haben. Und dann sind hier die Steine. Die werde ich jetzt nicht alle auspacken. Sticker-Legende ist da, also so eine Fotolegende ist dabei. Eckige Steine. Sorry fürs Knistern für die Kopfhörerträger. Das eckige Stein. Moment, ich sehe das. Ah, doch, jetzt hier. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Steine sind. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, ob das jetzt Acryl- oder Harzsteine sind. Ich schätze mal Acrylsteine. Und die sind halt in diesen kleinen 200er Tütchen drin. Das ist halt beim Umfüllen immer ein bisschen nervig. Aber so im Großen und Ganzen ein wunderschönes Bild. Und für mich halt auch gut, es ist halt viel Color Blocking, also halt immer eine Farbe und ja. Genau. Jetzt gucke ich mal, ob ich das noch irgendwie so im Ganzen hinlegen kann. Ja, das spiegelt jetzt leider mit meinem Ringlicht. Geht jetzt leider nicht anders. Ich gucke mal, ob ich das vielleicht um. So, es gab hier ein paar kleine technische Probleme, sprich das Ringlicht hat den Abgang nach unten gemacht. Ja, seht ihr hier noch mal das ganze Bild, so gut es geht halt. Und ja, bis zum Abschluss. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten bzw. frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Bis bald.